0. Ah, verdammt, ich habe schon wieder... Oh. Oh. Hallo zusammen, ich bin Julian. Jetzt seid ihr dran. Ich bin Fred Fallout. Ich bin Schrammo. Ich bin Guten LP. Ja, und wir zocken jetzt mal ein bisschen Need for Speed World. Und deswegen stehen wir hier so vollkommen gewurschtelt rum. Ne? Auch wenn jetzt Guden sich schon wieder gedacht hat, er braucht eine Extrawurst und muss da ein bisschen außen vor stehen. Warum sehe ich ihn nicht? Wo ist denn Guden? Ich glaube, ich stehe in dir drin. Der hat halt Tarnfarbe an seinem Auto, da kann man ihn schon mal übersehen, Schrammo. Also jetzt mal im Ernst, der ist bei mir nicht, der existiert nicht. Guden, du bist nicht da. Das macht nix. Macht auch aber keinen Unterschied. Ja, ich muss sagen, eure Autos sind schon alle sehr schön. Rot ist echt eine tolle Tarnfarbe. Ja, wenn man gerade im Prostituiertenwohnheim ist. Ja, natürlich nicht auf grauen Asphalt. Da geht man echt. Jetzt stehen wir perfekt ineinander. Ja. Ja, da müssen wir ja jetzt ein Wörtchen zu verlieren. Ne? Der Schrammo, der hat irgendwie Quatsch gemacht mit seinem Account. Genau, Schrammo hat gecheatet. Hab ich nicht. Und der ist neu. Und da haben der Julian und ich uns gedacht, weil wir so faire, nette Menschen sind, wir kaufen uns einfach ein kleines Wägelchen. Genau. Ja, so eine kleine Schubkarre, wo wir uns reinsetzen und irgendjemand schiebt. Und damit besiegen wir die trotzdem. Aber das wissen die noch nicht. Das klingt nach einem richtig guten Plan, während die beiden da irgendwelche komischen, incestuösen Spielchen betreiben. Ihr könnt ihn nicht. Ich fahr mal ein bisschen weiter vor, Guden, dann sieht das aus wie ein Doppelauto. Auch verdammt. Ich sehe ihn aber wirklich nicht. Ach je. Ah, ihr habt euch echt lieb da. Das ist schon reichlich pervers jetzt. Ich sehe es nicht. Sei froh. Ich fühle mich vergewaltigt. Wenn du es nicht spürst, dann... Okay, komm, wir machen Gruppe. Da ist er. Er ist aufgetaucht. Du willst sagen, er ist gekommen? Nein. Oh Gott. Wer muss die schweinischen Witze einleiten? Mit einer sehr lustigen Musik. Guden muss doch die Schweinereien einleiten. Ja, weil ich ja schon 54 bin. Einführen muss er das Ganze. So. Wow! Okay, was machen wir denn als erstes für ein Rennen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal auf die Karte, was sich uns anbietet. Ich glaube, so viel wie wir hier schon rumgefahren sind, sollten wir als erstes mal zur Tankstelle. Oh, ich würde vorschlagen, dass wir einfach direkt mal mit einem Teamflucht starten. Einer all in. Weil man da nämlich so viel Geld bekommt. Und ihr braucht ja noch ganz viel Geld, ihr Kleinen. Und das ist auch gudensicher, also für die ganz Armen. Okay, soll ich euch einfach mal einladen? Mach es, tu es. Übernehme das Zepter. Do it. Ah, annehmen. Kann man ja mal machen. Hi. Und jetzt drücke ich am besten gar nicht, oder wie ist das? Es sind alle drin, das gibt's ja nicht. Mein Auto ist so schön. Oh ja. Oh Gott. Aber Freds ist auch sehr hübsch. Ach, geil. Ja. Eure Autos sind rot. Ja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Standard. Ja, vielleicht für Guden nochmal. Teamflucht geht darum, ins Ziel kommen. Nicht gegeneinander, sondern quasi miteinander. Genau, alle müssen ins Ziel kommen. Also wenn du ganz weit vorne sein solltest und so, dann kannst du dir ruhig ein bisschen Zeit lassen und noch ein bisschen der Strecke zurückfahren. Ein bisschen hochschalten, Sprit sparen und so. Genau. Ist das hier neu? Ja. Oh Gott. Was Neues. Oh, ein perfekter Start. Wir fahren hier auch im Team, ne? Wir fahren im Team, ja. Ich fahr direkt eine Straßensperre, Alter. Oh Mann, ich finde das so geil. Au! Das ist jetzt auch schön. Jetzt kann man auch bei Schrammo gucken. Achso, genau. Du hast es auch gerade gesagt. Ich wollte es auch gerade ansprechen, ja. Jetzt nehmen alle auf, jetzt kann man das bei Schrammo und bei Guden gucken. Oh, ich bin Letzter. Nein! Ich glaube, ich bin vorne. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, du bist vorne. Ich sehe dich in der Liste ganz weit vorne. Hier fliegt ein Auto aus der Straße. Kann ich mir natürlich nicht gefallen lassen, obwohl wir natürlich im Team spielen. Ja, natürlich sind wir im Team. Ja, ja. Ja, wir sind alle miteinander. Aber da kam die Wand. Ich glaube, die haben aber echt was geändert teilweise. Ich sehe euch jetzt auch nicht nur auf der Minimap, sondern auch da so kleine Dinge da... Auf der Strecke da vorne, durch die Häuser. Ja, die hat man aber auch schon vorher gesehen. Du warst nur einfach mal zu weit weg. Fred, du sprichst genau meine Gedanken aus. Ich finde das toll. Ups. Da hat sich einer gerade einen kleinen Breakdance hingelegt. Und da hatte einer Malheur. Oh, Teamkatapult. Au. Alter Schwede.
Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, mit schlechten Autos rumzufahren. Das ist ja echt gefährlich. Schwede ist. Es ist einfach wieder das schöne, gute, alte Need for Speed-Gefühl. Wir haben jetzt lange nicht mehr aufgenommen. Und ja. Ich muss sagen, ich freue mich gerade. Schön. Es macht echt direkt wieder Spaß. Instant Fun sozusagen. 5 Minuten in der Aufnahme und ich bin schon wieder am Schwitzen und meine Hose nässt. Wie ist denn das Wetter eigentlich bei euch? Oh Gott. Die Sonne geht langsam unter. Das nässt. Das Wetter ist super. Es ist ah, verdammtes Auto, ey. 6 Meter Straßenbreite und ich rammel genau in das Auto rein. Ups. Ich kann halt einfach vom Balkon in den Pool springen, der vorher nicht da war, aber irgendwie durch Schweiß gebildet hast wurde. Hast du da Erscheinung? Erscheinung, ja. Fred sieht Dinge. Da ist kein Pool, Fred. Du brauchst nicht springen. Es ist nicht die Erlösung, Fred. Lass es sein. Lass es bitte bleiben. Warum bin ich eigentlich ganz hinten? Ist das hier eigentlich mit Nitro und so? Nicht in Vertieferfolgen. Das hast du einen anderen und das ist hier anders, als du denkst. Du hast hier, das sind so Bonusdinger, die du halt kriegst. Ich glaube, jetzt bin ich hinten. Weiß ich nicht. Warum, ihr lustigen Leute? Jetzt gleich bist du hinten. Hallo, ist das denn überhaupt jetzt eine neue Strecke? Habe ich das gerade verpasst? Nee, das ist wirklich eine neue Strecke. All-in haben wir noch nie gefahren. Ups. Wow. Ich nehme mal die Abkürzung. Habe ich auch genommen über den Parkplatz, die ist gut. Ja. Die gab es nämlich auch schon im Need for Speed Most Wanted 1 und die ist richtig. Yo, hier das Gefängnis mit den Stufen. Richtig. Boah. Alte Erinnerung. Da habe ich wieder Jahre verbracht. Oh, das ist keine gute Erinnerung. Auf den Stufen hast du Jahre verbracht? Nee, im Gefängnis. Auf den Stufen vor dem Gefängnis hat er Jahre verbracht. Also hier fliegen schon wieder die Polizeiautos durch die Gegend, das ist Wahnsinn. Es geht echt schon wieder richtig heiß her, das ist geil. Und vor allem, da wir jetzt alle so neue Autos haben, haben wir auch wirklich fast gleich verteilte Chancen. Ich glaube, die Polizei, die macht gerade Schluss. Oh, du wurdest geschnappt. Ja, du kannst dann einfach bei dem nächsten einsteigen. Irgendwann. Wie macht man das? Das geht automatisch. Du hast jetzt quasi die Verfolgercam. Oh, Nagelbänder. Oh, Auto. Und es verbleibt noch 60. Und ich bin schön über die Nagelbänder. Kannst du möglicherweise deine Reifen reparieren? Also auf jeden Fall hast du irgendein Item, mit dem du das kannst. Und wir verlieren wunderbar, zum zweiten Mal über die Nagelbänder. Das ist schlecht. Also ich bin gleich im Ziel. Ich habe nur noch 700 Meter vor mir. Ich hab keine Ahnung. Drückt man so, damit man die Nagelbänder wieder los wird? Du musst Reifenreparatur aktivieren. Wo ist das? Ich bin von der Polizei geschoben. Du musst auf dem Gamepad das rechte Ding bei dem digitalen Kreuz. Do a barrel roll! Ja! Ja, ich hab's so repariert. Sehr gut. Boah. Nein, ich werd verhaftet. Alter! Nein, Nagelbänder! 11 Sekunden noch. Ich hasse es, warum geht mein Gamepad wieder nicht so, wie ich will? Ich bin out, oder wie ist das hier? Verdammte Arschkriege. Das hier Nee, du kommst eigentlich jetzt gleich nochmal wieder. Wir haben keine Verhaftung mehr, stimmt, dann bist du out. Wir haben es nicht geschafft, oder? 5 Meter, wir haben es nicht geschafft. Also Greenholm ist natürlich im Ziel gewesen und wir anderen alle nicht. Das heißt, der kriegt wieder turbo mega viel Geld und wir kriegen nichts. So wie immer. Ich krieg auch 4000 Geld hier. 4700. Das können wir nochmal versuchen, das war ja eigentlich ganz angenehm. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch das Spielprinzip verstanden. Rennen fahren. Ich guck gerade mal, Lenken. Was es noch so an Rennen gibt. Ist das hier denn eine Klasse E-Flucht oder so? Ja, ganz genau. Deswegen sind wir vorher wahrscheinlich noch nie gefahren oder so. Exakte. Ne? Oh. Mm. Oh. Exakto, würde Harry Potter sagen. Es gibt wieder Neronas Patronus. Oh, es gibt viele neue Rennen. Petersburg, Damm. Ach, du bist aus der Lobby rausgegangen? Ja, ich war automatisch draußen. Dann gehe ich auch raus aus der Lobby. Guck ich das an. Ich verlasse mal die Lobby mal. Lobby verlassen. Bist ja auch entkommen, ne? Genau, ich bin auch entkommen. Spade Street ist auch neu. North Broadway ist auch neu. Es gibt übrigens, ich habe auch den Eindruck, dass es viel mehr Rennen gerade gibt als sonst, oder? Welcome to Palmont Sprint ist auch neu. Wie geil! Ja, dann go, Julian, Invite. Nochmal all in, oder? Egal. Einfach Invite und go! Auf. Aber warte mal, warum seid ihr jetzt gerade aus meiner Gruppe draußen? Weil wir die Lobby verlassen haben. Keine Ahnung. Lad uns wieder ein. Nee, wieso? Wir sind doch noch in deiner Gruppe. In meiner Gruppe seid ihr gerade nicht. Ja gut, dann könnt ihr ja mich einladen. Ja. Wenn ich bei euch drin bin. Dann suche ich nochmal, wo suchen wir hier?
Also das All-In ist quasi links von dem oberen, Kamerasymbol. Da, wo ich gerade mit dem Mauszeiger drauf zeige. Ach, da. Ja, das hier. Teilnehmen. Das da. Gruppe einladen. Genau das hier meine ich. Guck, ich zoome drauf. Und hast du eine Einladung bekommen, Julian? Ich habe nichts bekommen, nein. Ah, ich habe was bekommen. Also, dann ignoriere ich in dem Fall. Ich habe nämlich auch was bekommen und dann müssen wir Greenholm einmal aus der Gruppe schmeißen. Geht das? Geht das? Freund entfernen? Oder ist das jetzt Gruppe aus Gruppe entfernen? Freund entfernen ist töten. Ich mach das einfach mal gucken, was passiert. Das ist so wie das war schön, dich gekannt zu haben. Nee, das ist aus Freundesliste entfernen. Hä? Ich finde das sehr seltsam alles hier. Müssen wir jetzt die Gruppe nochmal neu aufbauen? Ach, ich hasse dieses Spiel. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich bin verwirrt. Ich lade euch einfach nochmal in die Gruppe ein. Gut. Kann ich nicht. Ich mach mal, glaube ich, das Teleporting. Das heißt, wir verlassen alle einmal die Gruppe und dann laden wir uns neu ein. Oder? Eine Sekunde. Ja. Jetzt ist Greenholm raus. Genau, jetzt. Ich habe jetzt die Gruppe verlassen. Liebe Zuschauer, das, was jetzt passiert, ist vollkommen geplant. Zur Gruppe einladen. Ich habe jetzt Greenholm wieder eingeladen. Ich habe nichts bekommen. Aha. Geht, lad mal bitte Greenholm ein zur Gruppe. Okay. Sekunde. Greenholm. Ich habe dich eingeladen. Mm-mm. Guten. Kannst du mal... Invented recht? To group... Habe ich. Vielleicht bist du in einem anderen Teil des Internets. Ja, im Deep Web. Okay, genau. Wo nur der ganze deepe Shit gezeigt wird. Wie war das mit den Ferkeleien? Was denn? Ich hab gar nichts gesagt. Sollen wir die Gruppe vielleicht einfach neu aufbauen? Ja, genau. Ich verlasse die Gruppe jetzt auch hier. Wie geht denn das? Über den Pfeil oben über der Gruppenüberschrift. Ah. Verlassen. Okay. Oh. Oh, du hast ihn gleich ganz geschlossen. Dann war jetzt Schrammo der Besitzer eurer Gruppe. Nee, ich bin auch gleichzeitig rausgegangen wahrscheinlich. Vielleicht liegt das daran. Oder so. Dann lade ich euch jetzt einfach nochmal ein. Oder machst du schon guten? Ich bin gerade verwirrt. Ich wurde, glaube ich, gerade von irgendjemand anderen eingeladen. Dann lade ich jetzt Fred ein. Lade ein. Okay, Fred ist dabei, dann lade ich Guden ein. Sind wir dabei, das ist prima. Join. Guden ist auch dabei und Schrammo kommt als letzter, weil er immer der Letzte ist. Ich kann übrigens, glaube ich, den Schlüssel und dann will ich lauter machen. Ganz heimlich. Still und leise. Nee, laut. Skype macht bei mir gerade. Hätten wir doch mal Teamspeak genommen, aber nein. Wolltest ja wieder. Ja, Skype. Genau. Okay, so, wir sind alle in der Gruppe. Let's go. Sehr schön, dann lade ich euch ein. So. Ihr annehmen. Müsstet alle was bekommen. Und dann haben. Geht es wieder auf die Rennstrecke, oder? Jawohl. Vielleicht sollten wir einfach diese Lobby nie wieder verlassen. Dann fahren wir zwar immer das gleiche Rennen, aber... Das wird ein langer Abend. Zumindest kommt er dir so vor. Mit dir kommt mir jeder Abend lang vor, Schatz. Ja, das hat übrigens auch mal ein guter Freund zu mir gesagt. Wow. Auf die Frage, ob er... Nein, das nicht. Das hat er nicht gesagt. Auf die Frage, ob er denn nicht Angst hat, zum Alkoholiker zu werden. Und da hat er gesagt, ohne Alkohol lebt man gar nicht länger. Es kommt einem nur so vor. Ja, verheiratete Menschen leben auch nicht länger. Es kommt ihnen eben nur so vor. Au. Ich wurde geboxt. Also irgendwas mache ich hier gerade falsch. Du kannst ja davon ein Unboxing-Video dann anschließend machen. Wie seid ihr gekommen, wo ihr seid? Weil wir einfach an dir vorbeigefahren sind. Ich habe die Frage nicht verstanden. Könntest du sie wiederholen? Nein. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Hallo Guten. Hallo. Ich sehe Guten dir, wa? Mono hat gut Vortrieb. Oh! Das war lustig anzusehen. So, Abkürzung rechts. Ah, da kommt ein Schild runter. Ich war es nicht. Nee, es war Fred und hier fliegen wieder Polizeiautos. Ich war was? Ich hab das. Ich hab. Auf einer Familienwelt. Ich war gar nicht Fred, ist schon klar. Nee. Nee, Fred. Ich bin hinten.
Ach nee, Schramm ist noch hinter mir, gut. Also gut im Sinne von, schade. Mann! Bram, 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 bram. Immerhin sehe ich euch noch, das ist noch momentan recht aufmunternd. Schramm, möchtest du hier vielleicht jemanden grüßen? Ich möchte meine Mama grüßen, die dieses Video niemals sehen wird. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Ich stehe also ohne meine Eltern wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Ich möchte Gott danken und guten LP und du musst ja schon gerade jede Menge. Was machst du denn da? Ich weiß es nicht. Du musst Gas geben. Ich bin gespawnt, hatte direkt einen Platten in dem Moment und wurde dann gleichzeitig noch irgendwie von drei Leuten kassiert. Eieiei. Julian, du hast übrigens mal in einer Folge von dir gesagt, ich sei Franzose. Das stimmt, muss ich kurz richtig stellen. Ich bin kein Franzose. Aber genau, dafür Belgier. Kannst du erstaunlich gut Französisch reden, mein kleiner Petit Chéri. Ja. Mein kleiner Petit. Was macht der da? Warum fährt man denn nur noch 20? Mach wahrscheinlich sind deine Reifen kaputt. Du musst Gas geben. Oh, Jungs, was geht mit euch ab? Ihr rast ja an mir vorbei, als würdet ihr dafür bezahlt. Werden wir auch. Wir kriegen das ganze Money hier. Ja, aber pro Abonnent. Need for Speed Money, Haters. Ich schieb dich, Fred. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ich hab mal die Straßensperre ein bisschen aufgebrochen. Irgendwie, glaube ich. Ah, verdammt. Parkplatz. Ich hab das Gefühl, ich bin 100 Kilometer hinter euch. Das kann angehen. Das, oh, ist das schön, nicht hinten zu sein. Oh. Verdammt. Oh, das war knapp. Pong. Hier kommt gleich die Abkürzung übrigens, die so toll ist, die ich nicht so gut mit nehmen kann. Mit den Stufen. Ja, mit den Stufen. Ja, die Stufen. Oh Mann, ich bin ja gleich... Ich wurde erwischt. Au, ja. Rino. Das ging ja jetzt relativ schnell. Ah, der Rino, der so schön hart geprügelt in meine Bauchnabel. Der so schön hat... Oh Gott. Ah, nein! Ich hab's auch gemacht. Vorhin bin ich mir nicht sicher, ob du geprickelt gesagt hast. Geprickelt hab ich gesagt. Hat so schön geprügelt in meinem Bauchnabel. Mit seinen Ohren. Ma! Warum fahr ich da rein? Warum fahr ich da rein? Das war sowas von, ich fahr rückwärts. Ah! Ich muss Vorgas, vor, ich bin geschnappt worden. Wir sind alle tot. Wir sind alle verhaftet worden. Ja. Erfolgreicher Einsatz. Wir hätten noch eine Minute. Das ist noch nie vorgekommen. Wir hätten noch eine Minute gehabt und sind alle verhaftet. Ja. Aber ich wurde als erster geschnappt. Einfach in der Lobby bleiben. Jetzt bin ich schon wieder raus. Ach, warum? Ich sehe doch, dass du in der Lobby bist. Ich bin draußen. Ich bin schon seit zwei Minuten draußen. Bin ich alle raus gewesen. Ja, das ist so, als wenn dich immer jeder anlügen würde. Nein, da waren noch vier Leute drin, aber das waren vier andere Leute. Da habe ich nicht drauf geachtet. Vater! Ich habe nur irgendwie gemerkt, dass es so warm wird. Weil die ganze Coolness, die war plötzlich weg. Boah. Wie stoßen wir denn jetzt wieder zusammen? In dieser riesigen Welt. Oh mein Gott. Ja. Wollen wir das einfach nochmal machen jetzt oder wollen wir tatsächlich mal ein anderes Rennen kurz noch angehen? Ich hab irgendwie den Eindruck, dass wir noch ein bisschen mehr Motorleistung gebrauchen für dieses Rennen, oder? Ja, lass uns doch mal irgendwie einen Sprint oder so schnell machen und dann, ich glaube, ist diese Folge ja schon zu Ende, wa? Richtig, deswegen lade ich euch einfach mal ein zu Main Street Rundkurs, das ist schön kurz. Rundkurs sozusagen. Ha! Oh Gott. Und es ist auch wirklich nicht sonderlich anspruchsvoll. Gut für Schrammo. Und für mich. Weißt du, wenn ich jetzt vor dir ins Ziel komme, das tust du bestimmt sogar. Dann wäre mein Glaube an die Welt erschüttert, aber... Das Leben ist hart, nur Schrambo ist härter. Oh yeah. Seht ihn wenn euch er an. Auf dem Boden aufkommt, yeah. Oder was? Seht ihn euch an mit seinem bösen Blick im 200 SX. Was heißt, Wasser ist hart, wenn man ganz schnell drauf fällt? Das ist richtig. Ja. Schrammo ist also wie Wasser. Ja, lebensnotwendig. Nur flüssiger. Ach. Überflüssig sozusagen. Oh, ist der perfekt gestanden. Contest gegeneinander, ne? Ja, ja. Jetzt spielen wir miteinander. Fred, da wolltest du mich gerade rammen? Als hätte er jemals was anderes gemacht. Oh, verdammt, Auto. Oh nein, guten. Oh nein, und ich fahre überall gegen. Ich glaube, ich verliere dieses Rennen. Und das wäre ja echt schade, Fred.
Das ist jetzt auch alle miteinander, oder? Ja, genau, alle miteinander. Wir helfen uns gegenseitig. Genau, ja. Und ich bin der Teamleader, du musst mich vorlassen. Aber ich bin sowieso schneller als du. Gibt's dafür deinen Bonus? Alle miteinander, alle miteinander. An die Hände fassen, hey. Du verwechselst wieder Hände mit Gliedmaßen. Ja, Fred will immer nur anfassen, was ist ihm egal? Jetzt hat er fest irgendwas an. Also der Guten macht mir gerade Konkurrenz, deswegen muss ich mal die Abkürzung nehmen, da springt man so schön. Dam, da, dam, dam. Hui. Oh, wo seid ihr? Recht weit. Der kennt sich ja aus. Ich habe die Strecke schon ein paar Mal gefahren. Ungefähr 600 Mal. Heute. Rückwärts. Ach, und unten ist schneller, oder wie? Deswegen konntest du erst heute so spät aufnehmen, damit du vorher noch ganz, ganz viel üben kannst. Ah, ich sehe den Schrammo, den überhole ich jetzt. Nein, das kann nicht sein. Achte mal auf die Anzeige da rechts. Nein, da ist das Ding von Skype. Ich achte auf die Anzeige. So, ich sehe Schrammo vor mir. Der übrigens extrem schlecht fährt. Was soll das denn heißen? Dass ich dich gleich einholen werde. Nein! Ich bin schon ganz nah ran an dir. Ich führe deinen Atem quasi schon. Oh Gott. Da wirst du schon ganz wuschig. Oh ja. Yeah. Und wenn ein Glied deine Lippen verlässt. Oh Gott. Nein. Das ist Liebe. Mann. Oh, Fred, hast du mich doch nicht überholt? Nein. Aber ich muss sagen, Guten hat sich erstaunlich gut geschlagen dafür, dass es erst sein 2,5. Rennen war. Ich habe auch schon ganz nasse Hände. Boah, dein Grid 2 Part 3, der ging ja auch irgendwie gar nicht. Ich musste mich am Tisch festhalten, damit mir nicht schlecht wurde. Ja, ich weiß. Ich und meine Übelkeit verursachende Fahrweise. Nächste Mal bitte nicht schneller als 30. Ja, Mensch. Das Power-Up bereit, 3-mal. Und ich bin bereit, jetzt diese Folge zu beenden. Machen wir das doch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Need for Speed World. Tschüss. Bis dann und macht's gut.